Herr Bischof, ich hätte eine Frage. Was ist eine Sünde wider den Heiligen Geist? Die Sünde kann ja nicht vergeben werden und diese Frage würde mich schon lange interessieren. Liebe Frau Engelbrecht, Sie stellen eine schwere Frage, auch eine schwer berechtigte Frage. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, von der Jesus zweimal im Neuen Testament spricht? Und er sagt sogar, wer gegen den Menschensohn lästert, also gegen ihn Jesus lästert, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, den kann nicht vergeben werden. Was bedeutet das? Ich glaube, der Apostel Paulus hilft uns, wenn er uns erklärt, wie der Heilige Geist in uns wirkt. Paulus sagt, der Heilige Geist wirkt so in uns, dass er uns zum Vater führt und mit dem Vater versöhnt, so dass wir im Herzen sagen können, ich habe einen Vater, ich bin mit ihm versöhnt, ich vertraue auf ihn, ich glaube wirklich, dass ich ein Kind Gottes bin und der sorgt für mich. Wer in diesem Vertrauen durch die Welt gehen kann, für den kann eigentlich fast kommen, was will. Er vertraut darauf, dass der Vater alles zum Guten führt. Und was ist jetzt gewissermaßen das Gegenteil eines solchen Menschen? Das wäre ein Mensch, der sagt, ich vertraue nur auf mich selbst und ich vertraue niemandem sonst. Und ich muss erst einmal schauen, wo ich bleibe. Wir sehen, dass in diesem Sinn ein Waisenkind, das nicht beim Vater zu Hause ist, notwendig auch egoistisch ist, weil es sich um sich kreist und zuerst sich um sich kümmern muss und kaum einen Blick für die anderen, geschweige denn für Gott hat. Und ich glaube jetzt, wenn jemand notwendig in so einer Haltung verharrt, ohne dass er sich je ändern will und ohne dass er sich je auf Gott einlassen will, der bleibt so bei sich, dass gegen den auch der Heilige Geist im Grunde keine Chance hätte. Warum? Weil der Heilige Geist Liebe ist und Liebe kann nicht zwingen. Liebe wirbt, Liebe zieht an, Liebe lädt ein, aber sie kann nicht zwingen. Und wer in so einer traurigen Haltung verharrt, ja, wie soll dem dann vergeben werden, wenn der Heilige Geist selber Vergebung wirkt? Das ist sehr, sehr traurig, auch in den Augen Jesu, aber es ist eine reale Möglichkeit für einen Menschen. Deswegen möchte ich immer wieder einladen, dass wir wirklich den Heiligen Geist bitten, dass er uns zum Vater führt, dass er uns mit dem Vater versöhnt und uns hilft, uns wirklich auch als Kinder Gottes in dieser Welt zu fühlen. Das sind wir wirklich, Sie und ich und eigentlich alle Menschen. Danke für die Frage.